Hallo Leute, herzlich willkommen auf den Last Sonne Gaming und heute spielen wir mal wieder Roblox, wie ihr hier sehen könnt, nämlich den Roblox Tycoon. Und wir müssen irgendwie uns verteidigen. Wie wir das machen, das seht ihr jetzt. Wir spielen also den Tycoon. Wir gucken uns erstmal das Tutorial an. Hier steht einmal Willkommen bei Village, die Fans Tycoon. So heißt das Tycoon. Ihr könnt auch unten in der Videobeschreibung auf dem Link klicken, kommt ihr auch zum Game. Ist bei jedem Video immer verlinkt. So. Verteidige dein Dorf, um Gold zu verdienen. Ja, das schaffe ich doch. Kaufe Objekte mit Gold, um dein Geldeinkommen zu erhöhen. Verbessere deine Verteidigung, um stärkere Feinde zu stoppen. Überfalle sie andere Spieler, um Gold zu verdienen. Warum stehen die? Schließe deinen Tycoon und deine Wiedergeburten. Also, die Births ab, um neue Bereiche freizuschalten. Okay. Tag 1, ja. Geben Sie mir mal die 10.000 da. Jegliche Belohnung. Musik aus. So. Verteidigung 1. 50. Aha. Überfall im Kommen. Ah, ich check das Geld. Ich hab's geschafft. Jetzt könnte ich das für weitere 50 wieder aufsteigen lassen. Das sollte ich auch machen. Ja, wofür brauche ich denn ein Haus? Da steht ja auch Deko. Kaufe ich mir doch lieber das hier. So. Okay, man kann es auch noch auf Level 3 machen. Das ist doch super. Dann mache ich das nämlich auch noch. Gold zusammen, ja, 10, okay. Wir können uns trotzdem mal dieses Haus kaufen, mal sehen, was uns dazu bringt. Gar nichts, okay. Sieht aber einfach geiler aus, okay. Wagon, ja, okay, jetzt kostet es aber alles hier schon mehr, ne? Gut, dann sollten wir doch mal lieber auf 100 sparen. Ah. Ist er jetzt weitergekommen? Ich weiß es gar nicht. Okay, ich habe gewonnen. So, Level 3. Gibt es noch mehr? Nö. Gut, dann sparen wir jetzt auf die Kanone 2. Oder wir machen das hier. Wobei, das ist 200. Dann machen wir eben auf 200 und warten dann da. Was ist das hier eigentlich? Ah, hier kann man für Diamanten irgendwas kaufen. Wie viel habe ich denn? 0. Okay. Du wirst von was angefallen? Ach, von dem Typen hier werde ich die ganze Zeit überfallen. Und tschüss. Ja moin, natürlich. Okay, aber es ist ganz geil, dann verdiene ich nämlich Geld. Ja, könnte sein, dass die das schaffen, weil ich einfach zu wenige Dinger habe. Deswegen sollte ich mir die zweite Kanone holen. Ja, der kommt jetzt durch. Ich glaube, der klaut jetzt irgendwas von mir, kann das sein? Weiß gar nicht, was passiert jetzt, wenn der durchkommt. Können wir mal sehen. Können wir mal uns kurz angucken. Kann auch gleich mal einen Code hier eingeben, weil ich habe da wieder einen Code gesehen. Also der kann ja jetzt hier einfach durchlaufen. Ist ja irgendwie logisch, weil ich habe einfach zu wenig hier. Was macht er denn hier drin jetzt? Ich will jetzt mal sehen, was kommt. Kommt, wait, ankommend. Ja, gehen Sie hier mal rein. Ich glaube, der klaut jetzt mein Gold. Kann das sein? Ja. Mhm, ich habe gleich ein Null. Insgesamt ist Wunden. Nee, habe ich doch nicht. Hö. Endlich, er ist weg. Ja, moin. Ich habe 375 Gold hier drauf. Aber wie kann man die angreifen? Ah, hier. Hier kann man draufdrücken, dann kann man die angreifen. Okay. Auf Level 3 ist wieder 400. Ja, gut. Geht mir noch kurz 50. Aber ist ein geiles Spiel bis jetzt. Also ich glaube, ich kaufe mir... Ja, wobei, ich kann das jetzt schon kaufen.
Mache ich das doch jetzt schon. So. Also das muss ich gleich auf Level 3. Ich mache das erst auf Level 3 und dann das auf Level 2. Oder ich mache das als erstes. Ich glaube, ich mache doch eher den Bogen als erstes. Ich bin schon wieder an, ey. Ja, der kommt auch wieder durch. Ja, wobei. Wie weit kommt der Bogen? Ah, genau dann stoppt der. Was für ein Rotz. Also ich muss auf jeden Fall da vorne noch irgendwas bauen. Was ich ein bisschen schade finde, ist, sobald man hier nichts gebaut hat, kommen die einfach so durch. Ne? Das ist halt einfach Kacke. Game Pass. Kann man das nicht kaufen? Nö. Mega Tesla. Hä? Okay. Muss ich nicht verstehen. Ich glaube, ich kriege aber trotzdem Geld, ne? Oder? Oder nur, wenn ich die besiege. So, jetzt ist der auch komplett gefull updated. Dann mache ich den hier auch noch auf 450. Am besten ist nämlich am Anfang direkt so stark das zu machen. Weil dann musst du einfach das nur immer bis zum Ende ziehen. So mache ich das auch jetzt. AFK-Mode. Okay, jetzt habe ich 0 gekriegt. Ja gut, der greift einfach nur an, weil er dadurch Gold kriegt, ne? 450 brauche ich. Bitte. Boah, kann er aufhören, mich die ganze Zeit anzugreifen? So. Spar mal auf 600, glaube ich, sind das. Ja, jetzt hat er 2. Ich glaube nicht, dass ich das gewinne. Gehe nämlich nur auf den einen. Oder wie dumm sind denn die? Kann ich das schaffen? Kann ich das schaffen? Ja, ich hab's noch geschafft. Boah. Wie teuer ist der? 600. Ich weiß nicht, ob man den nur mit Game Pass holen kann, weil wenn ja, dann würde es mich wundern. Weil hier steht überall Game Pass drauf. Spar einfach mal kurz auf 600. Ja, tatsächlich. Ist nur für Dings. Ja gut, was kann ich mir dann hier holen? Bogenschützenturm 2. Kann ich sogar direkt auf Level 2 upgraden, so. 450 kostet das dann immer. Komm, wir kaufen uns jetzt hier mal so einen blöden Zaun. Für den zweiten Zaun. 450 kostet das, ne? Ja, 450. Gut. Ach so, 20 Likes kann ich hier, glaube ich, eingeben. 20 Likes oder so irgend sowas. 20 Likes. Ach man. Chat, ich muss kurz eben gucken, was für ein Code das war. Einen Moment. So, jetzt habe ich ihn gefunden. Das ist einfach nur 20k Likes. 1500. So. Bisschen mehr Kohle habe ich jetzt. So, der ist jetzt auch gefühlt. So, der nächste kostet 2000. Okay. Tausend kostet das zweite.
Perfekt, jetzt habe ich gewonnen. Also 2000 kostet das nächste. Dann spare ich mir mal drauf. Aktuelles Einkommen, also ich krieg aktuell 160 jede 10 Sekunden. Geiles Ding. Ich will ja, also eventuell ist das mein neues Projekt. In Anführungszeichen. Ja, eventuell mache ich tatsächlich einen Tycoon. Fragen sich viele, du hast doch vorher ein Roblox Roleplay Projekt gemacht. Wo ist es denn hin? Dieses Projekt, Chat, wurde beendet. Aus dem Grund, dass das tatsächlich schwieriger ist, als einfach einen Tycoon zu machen. Ein Tycoon ist einfacher als so ein großes Roleplay Projekt. Und ja, 600. Busch. Kann ich jetzt nur noch das hier bauen oder was? Baum. Waggon. Weizenfeld. Mal gucken, schaffen die das? Nee. Nö. Aber man kann ja auch irgendwie nichts weiter kaufen, ne? Außer hier im Busch. Zauberturm 1. Ah doch, da, Zauberturm. 1075, ja okay, dann spare ich ja doch da drauf einfach. Na, schafft er das jetzt? Ich glaube schon, ne? Ich glaube, jetzt könnte er das schaffen. Ich fieber einfach mit, obwohl das eigentlich mein Gegner ist, aber egal. Ja, die schaffen das. GG auf jeden Fall. Good game. Ja, ich brauche jetzt gar nicht mehr hinterherlaufen. Also ich... Wenn die jetzt da drin sind, kriege ich ja trotzdem Kohle. Weil ich brauche das hierfür, für den Zauberturm 1. Da gibt es nämlich noch was. Das heißt, es gibt auch noch mehr Türme. Ah, hier ist doch Geld. Nehmen wir einmal das hier. Baum, nee, das ist doch einfach nur Deko. Ich brauche hier das Wahre, hier Zauberturm 1. So, das hier. Level 2 Stufen. Das kostet wieder 1075. Okay. Kann man eigentlich erstmal automatische Wiedergeburten, Musik abspielen, automatisch bauen, automatisches Sammeln. Okay. So, holen wir uns mal das zweite. Und dann nochmal das dritte. Das kostet 2,6. Kann man sich jetzt schon hier was Neues kaufen? Nee, also ich glaube, man muss erstmal hier die Deko kaufen, um dann hier irgendwie noch weiter zu bauen. Kann das sein? Also hier sind nur Bäume und ein Haus. Hier auch. Baum. Weizenfeld. Ja gut. Wo sind denn die hier? Ah, perfekt, gewonnen. Ah, dann kann ich das jetzt abholen, dann müsste ich jetzt die 2K haben. Oh, ich habe die 3K sogar. Perfekt. So, jetzt ist er auf 3 Maximum. Dann können wir mal gucken, dass wir hier uns irgendwie die... Also die lilanen Dinger sind immer Game Pass. Die roten bringen mir, glaube ich, gar kein Geld, weswegen ich eher die grünen... Ah ne, das ist rot, weil ich das nicht leisten kann, ne? Wenn ich jetzt hier... Ja. Okay, dann, ja. Warum nicht? Dann holen wir uns einen Busch. Gut. So.
Weizenfeld. Schafft er das durch? Ja. Könnte möglich sein. Wie viel Leben hat denn der noch? Ach, er hat es echt durchgeschafft. Ja, interessant. Ja, Leute. Ich würde sagen, aber das war's erstmal mit diesem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in meiner Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal draufklicken, drauf joinen, würde mich sehr freuen. Ja, habt auf jeden Fall noch einen Traum auf den Tag. Ich würde sagen, haut rein, Leute, euer Sander. Ciao, ciao. Feeling the show and